Ihr wolltet die Dragon Ball Story schon immer ganz kurz zusammengefasst haben? Ja, dann geht's zu Raffi, denn der hat das eigentlich ganz gut gemacht. Ich werde hier eigentlich genau das Gegenteil machen, nämlich werde ich hier noch tiefer in die Dragon Ball Materie eingehen und euch vielleicht eine Dragon Ball Welt zeigen, die ihr so noch gar nicht kanntet. Und ich wäre natürlich nicht ich, wenn wir auf dem Weg der tiefen Analyse zu Dragon Ball Z nicht die ganzen unlogischen Dinge aufzählen würden. Schauen wir mal, was für eine Zahl wir am Ende rausbekommen werden. Und bevor ich's vergesse, in dieser Reihe werde ich mich zu 100% auf den Manga konzentrieren, den Anime werde ich erstmal links liegen lassen. Ich werde vielleicht noch eine weitere Reihe starten, wo ich dann halt die ganzen Filler vom Anime nehme und die dann halt mit dem Manga vergleiche. Waren die Filler gut, waren die Filler schlecht? Schauen wir mal, aber erstmal fangen wir hiermit an. Dragon Ball war schon verfickt geil. Goku hat die Welt von der Red Ribbon Army gerettet, Piccolo besiegt, zweimal, viele Freunde auf dem Weg gemacht, Gott kennengelernt, damit meine ich jetzt Mr. Popo, und das Wichtigste, er ist der Stärkste der Welt, neben Mr. Popo. Was sollen unsere Z-Kämpfer jetzt noch erleben? Moment, da waren sie ja noch gar nicht, die Z-Kämpfer. Und eigentlich ist dieser Begriff auch nie im originalen Manga vorgekommen. Ich meine, der Manga ist offiziell nur Dragon Ball. Eigentlich hat erst der Anime zwischen Dragon Ball und Dragon Ball Z unterschieden. Akira selbst hat dem Team eigentlich sogar einen Namen gegeben, nämlich Drachengruppe, was ja eigentlich auch viel mehr Sinn ergibt. Warum wurden die jetzt eigentlich so genannt? Ich meine, ich feiere den Namen ebenfalls extrem hart, aber er ist schon recht sinnfrei. Nur wegen dem Z in Dragon Ball Z? Also sind sie in GT die GT-Kämpfer? Und in Super die Superkämpfer? Oder Z, weil es der letzte Buchstabe des Alphabets ist und es die letzte Einheit ausdrücken soll? Ich finde Z-Gruppe ja wie gesagt ebenfalls auch geil, aber offiziell von Akira kam das so nie zu sprechen. Aber zurück zum Thema. Wie Muten Roshi schon sehr früh gesagt hat, gibt es immer einen Stärkeren. Immer existiert jemand, der stärker ist als man selbst. Doch am 23. großen Turnier war es das. Goku war stärker als fucking Gott. Also kamen die Macher auf den Entschluss, nach den Sternen zu greifen und von eben dort die Gegner zu holen. Akira hat auch schon recht früh angedeutet, dass Goku, Gott und Piccolo Aliens sein könnten, was darauf schließen lässt, dass da draußen ja noch mehr sein könnte. Und das haben sie sich zu Nutzen gemacht. Allerdings nicht nur mit dem gleichen Editor von Dragon Ball für Akira, sondern hat er einen neuen bekommen. Kondo Yu ist seit Anfang von Dragon Ball Z der neue Mann für Akira und seitdem wurde Dragon Ball noch viel männlicher. Mit viel mehr Muskeln, viel mehr Explosionen und heftigere Kämpfe als jemals zuvor. Ach ja, und jeder musste plötzlich Verwandlungen drauf haben. Und man braucht immer mehrere Verwandlungen, sonst wäre es ja irgendwie auch langweilig. Durch diese Änderung wurde Dragon Ball am populärsten und die Serie wurde das Symbolbild für Action. Und all das haben wir jemandem zu verdanken, welcher sein ganzes Leben nichts anderes gemacht hat, als Manga für kleine Mädchen zu erstellen. Auch als er bei Dragon Ball gearbeitet hat, hat er bei den Designs sehr viel auf das weibliche Publikum gehört, weswegen er Cells zweite Form so schnell wie möglich weghaben wollte. Mit dem neuen Editor im Schlepptau ging es jetzt weiter mit Dragon Ball und der Saiyajin-Saga. Diese fängt damit an, dass ein Bauer schön am Ackern ist, bis dann eine Kugel auf die Erde zischt, jemand aussteigt und auf der Suche nach einem Kakarot ist. Der Bauer hatte eine ausgeprägte Gastfreundschaft und wollte dem Alien mal eben eine Kugel schenken. Dieses sehr großzügige Geschenk konnte der Fremde allerdings nicht annehmen und musste es ihm zurückgeben. Auf seinen Scouter konnte er die Kampfkraft des Bauerns messen, was für mich eine ziemlich coole Erneuerung war, welche aber auch zugegeben ziemlich schnell außer Kontrolle geraten ist. Eine höhere Kampfkraft wurde angezeigt und mit der Hoffnung, dass es dieser Kakarot ist, fliegt er dahin. Diese hohe Kampfkraft kommt aber von Piccolo, welcher in den letzten 5 Jahren wohl nichts gemacht hat und einfach nur auf Bergen steht. Piccolo denkt, dass Son Goku auf ihn zukommt, was natürlich nicht stimmt, denn der Fremde kommt auf ihn zu und er begrüßt ihn ebenfalls mit einer Bombe, was aber, naja, keinen Kratzer ausgelöst hat. Piccolo kackt sich in die Hosen, Alien bekommt eine neue Kampfkraft angezeigt und fliegt einfach weiter, ohne das mit Piccolo zu erledigen. Und im Flug sieht man auch endlich, wer dieser mysteriöse Kakarot sein soll. Er sucht Krillin. Im nächsten Kapitel sieht man wieder ein paar alte Gesichter. Bulma, Muten Roshi, Krillin, Goku, Schildkröte und ein neues Gesicht. Der kleine Knirps stellt sich als Son Gohan heraus, welcher der Sohn von Son Goku ist. Er hat denselben Schwanz wie der junge Goku und auf seinem Hut trägt er den Dragon Ball mit den 4 Sternen. Anders als Goku ist der kleine, dreijährige Gohan allerdings sehr höflich, was an der Erziehung von Chi-Chi liegt. Ja, ihr habt mich schon verstanden. Ich habe 3 Jahre gesagt.
So wurde das nämlich in der originalen Ausgabe im Jahr 1988 gezeigt, was dann allerdings aus irgendeinem Grund geändert wurde. Gohan zeigt ja auch drei Finger, was natürlich auch Sinn macht. Naja, sie haben sich dann doch auf vier entschieden. Und eigentlich sollte das ein Wiedertreffen der gesamten Truppe sein. Tenshinhan und Chaozu haben aber anscheinend die Einladung nicht bekommen. Ohne Haus wird's auch schwer. Yamchu hatte sich mit Bulma gestritten, Pool hängt immer mit Yamchu ab, deswegen sind die auch raus. Und Oolong ist auch irgendwo anders. Vielleicht gegessen. Krillin und die anderen machen sich schon etwas Sorgen wegen dem nicht beschnittenen Schwanz von Son Gohan. Allerdings scheint das kein Problem zu sein, weil sie immer früher schlafen gehen, als dass der Mond rauskommt. Obwohl der Mond auch am Tag scheinen kann. Natürlich wird auch gefragt, ob Son Gohan denn auch stark ist, was Goku aber nicht sagen kann, weil Chi-Chi es nicht für nötig hält, Gohan in so einer friedlichen Welt trainieren zu lassen. Uff, Weiber. Bevor das Gespräch weitergehen kann, spürt Goku, dass sich eine starke, fremde Energie nähert. Unser neuer Feind ist angekommen, kockt Krillin mit seinem Schwanz weg und tada! Der Fremde ist Son Gokus Bruder. Goku wurde nämlich als Kind eigentlich zur Erde geschickt, um diese zu übernehmen. Goku ist gar kein Mensch, sondern einer aus dem Volk der Saiyajin. Dabei leitet sich das Wort Saiyajin von dem japanischen Wort Yasai ab, was so viel wie Gemüse bedeutet, wobei der Jin-Teil so viel wie Volk bedeutet. Also quasi Gemüsenvolk. Aus diesem Grund haben auch alle Saiyajins solche Namen. Bardock bedeutet Wurzel, Kakarot Karotte, Broly Brokkoli, Nappa Kohl, Raditz Radieschen, Talis oder Tails Kopfsalat und Vegeta. Egal ob jetzt Prinz, Planet oder König, bedeutet Gemüse. Ach ja, und so nebenbei, Sakura ist scheiße. Wollte ich nur so, mal nebenbei halt, ne? Zurück zu Radieschen und Karotte. Wir wissen also, dass die Saiyajin Planeten übernehmen. Um einen sehr mächtigen Planeten übernehmen zu können, brauchen sie allerdings die Hilfe von Goku, weil nur noch insgesamt vier von den Saiyajins leben. Schon leicht komisch, dass das beides im selben Atemzug gesagt wird. Ja, wir sind halt schon voll die Ficker und nehmen ganze Planeten alleine ein. Ach ja, und es gibt nur noch vier von uns. Wobei da natürlich noch so um einige mehr herumschwirren, aber das kann man jetzt natürlich bis dahin noch gar nicht wissen. Außer Vegeta mit seinem Bruder, aber da, naja. Auf jeden Fall lehnt Goku dieses großzügige Angebot ab, wieder mitzukommen, weswegen Raditz seinen Sohn entführt, welchen er an dem Schwanz erkennt. Goku, der bis dahin bekannte stärkste Kämpfer der Welt, will seinen Bruder Raditz aufhalten, wird aber mit nur einem Schlag fertig gemacht. Er bekommt noch gesagt, dass wenn er seinen Sohn lebendig wiederhaben will, er zu ihm kommen soll mit 100 Menschen, die er getötet hat. Goku will aber direkt Hals über Kopf hinterher, wird jedoch von den anderen aufgehalten, bis sie einen Plan entwickelt haben. Und zufälligerweise hatte Goku direkt einen Plan auf Lager. Er schnappt sich einfach den Schwanz von Raditz. Immerhin war das ja auch seine Schwäche als Kind. Nur macht das eigentlich wirklich überhaupt keinen Sinn, wenn man mal darüber nachdenkt. Goku hatte zu Anfang keine Ahnung über seine Schwächen, über seine Herkunft, mit dem Schwanz. Er wusste einfach gar nichts, konnte das Problem allerdings schon mit 15 Jahren lösen. Und da soll ein Raditz, der weiß, wie sein Körper funktioniert, der, ähnlich wie ich, mit seinem Schwanz angreift und auch von Leuten umgeben war, die über diese Schwäche Bescheid wussten, diese Schwäche nicht ausgemerzt haben. Um es kurz zu machen, ja, der Plan ging auf. Ich find's ziemlich merkwürdig, vor allem da sich alle so sicher waren, dass das einfach funktionieren muss, obwohl jeder dort schon live gesehen hat, dass man das abtrainieren kann. Muten Roshi und Krillin möchten mit Goku zusammenkämpfen und für den Fall, dass sie sterben, könnte Bulma sie ja mit den Dragon Balls wieder zum Leben erwecken. Doch daraus wird leider nichts, da Shenlong jeden Wunsch nur einmal erfüllt. Aus was für einem Grund diese Regel auch immer existiert. Im Jahre 470 hat Kami die Dragon Balls geschaffen. Im Jahre 749 begann die Reise mit Goku und Bulma. In den 279 Jahren wurden die Dragon Balls nicht mehr als eine Handvoll Mal gefunden. Und selbst wenn doch, warum sollte man sich nicht zweimal 100.000 Euro wünschen können? Was natürlich jetzt schon sehr dumm wäre, wenn man das machen würde, aber ihr wisst halt, was ich meine. Der eigentliche Grund dafür war, dass der Tod halt nicht immer wieder umgangen werden soll, damit dieser eben noch Konsequenzen haben sollte und somit auch noch Dramatik entsteht. Warum sollte man dann überhaupt jemanden zum Leben erwecken können, wenn man ja scheinbar etwas dagegen hat? Und selbst diese Regel wurde ja hinterher mit den Dragon Balls der Namekianer und hinterher auch den geupdateten 2.0 Dragon Balls der Erde komplett außer Kraft gesetzt. Naja, Krillin und Muten Roshi sind dann noch bereit, ein Team mit Goku zu bilden und ihr Leben zu riskieren. Doch dann kommt jemand, mit dem niemand gerechnet hat. Die spanische Inquisition. Und
Piccolo. Dieser schlägt vor, ein vorübergehendes Team mit Goku zu bilden, um somit Raditz zu schlagen. Ein stärkeres Team würde die Erde eh nicht aufstellen können. Ah, deswegen war das Wiedertreffen nach 5 Jahren so klein. Dadurch hatte Goku gar keine andere Wahl, weil die einzigen, die fähig genug zu kämpfen wären, beim nächsten Mal sterben und für immer tot bleiben würden. Also auf die Jinjujun und ab geht's zum großen Bruder. Goku schlägt auf dem Weg vor, sich bei Raditz anzuschleichen, um somit einen Überraschungsangriff starten zu können. Doch Piccolo sagt sofort, dass der Scouter von Raditz diese sofort aufspüren würden und das von daher nutzlos ist. Wie kam Piccolo eigentlich unbemerkt zu Muten Roshi? Müsste der Scouter von Raditz nicht anzeigen, dass da jemand die ganze Zeit hinter ihm ist? Oder ist Piccolo etwa dahin geschwommen? Egal. Raditz sperrt Gohan in die Kapsel und bekommt einen kurzen Schreck, da er eine Kampfkraft von über 700 angezeigt bekommt. Und das von Son Gohan. Er denkt zwar, dass der Scouter im Arsch ist, aber als dieser dann richtigerweise anzeigt, dass Goku und Piccolo auf dem Marsch zu ihm sind, wird ihm bewusst, dass das mit Gohan ja auch irgendwie stimmen müsste. Und jetzt beginnt er. Der erste wirkliche Kampf der Saiyajin-Saga. Verfickte Scheiße, ich liebe diesen Kampf. Und das aus mehreren Gründen. Erstens ist das nicht einfach ein, ich habe hier eine neue Fähigkeit, die ihn locker umhauen wird, Alleingang-Kack-Ding. Sondern eher ein sehr, sehr taktischer Kampf, weil der Gegner trotz Teamarbeit weit überlegen ist. Damit kommen wir auch schon zu zweitens, sie kämpfen in einem Team. Ja gut, es geht auch immerhin um die Rettung der Erde und halt auch Gohan. Aber das hier ist eines der wenigen Kämpfe, in welchem sie nicht unbedingt darauf bestehen, in einem 1 gegen 1 kämpfen zu müssen. Und drittens, dennoch, trotz der Teamarbeit und der Taktik und bla bla bla, waren sie komplett unterlegen. Raditz war ihnen so haushoch überlegen, dass sie einfach überhaupt keine Zukunft gesehen haben. Sie können einfach so gut wie gar nichts machen und er schafft es sogar, einen Arm von Piccolo abzutrennen. Anders als beim 23. großen Turnier, wo das letzte Mal Piccolos Arm abgeschlagen wurde, holt er diesen aber nicht wieder, sondern entscheidet sich für eine neue Technik. Die Höllenspirale. Vielleicht war er die letzten 5 Jahre doch nicht ganz so untätig. Wobei, viel Spaß damit, Goku besiegen zu wollen. Goku würde bestimmt nicht einfach 5 Minuten rumstehen und warten, bis du die Kacke aufgeladen hast. Und du hast nichts anderes gemacht, als 5 Jahre diese Technik entwickelt und minimal auch ein bisschen was trainiert mit schweren Klamotten und so. Keine Stadt angegriffen. Nicht versucht, die Welt zu übernehmen. Naja, hier versucht auf jeden Fall Goku die Zeit rauszuholen, indem er Raditz ablenkt. Raditz macht sich daraus natürlich einen kleinen Spaß und nimmt das Ganze überhaupt nicht ernst, weil die beiden ja schon zusammen keine Chance gegen ihn hatten. Als Goku dann das Kamehameha auspackt und die Kampfkraft dadurch auf 924 gestiegen ist, ist Raditz dann doch etwas überrascht. Als dann die Höllenspirale auf über 1000 geht, versteht dieser einfach die komplette Welt nicht mehr. Auf der Erde können sie anscheinend ihre Kampfkraft variieren, je nachdem, was sie gerade tun. Nachdem Raditz das Kamehameha dann trotzdem mit einer Hand aufgehalten hat und die Höllenspirale entdeckt, konnte er diese auch mit einer leichten Verletzung an der Schulter ausweichen. Diese Chance nutzt Goku und packt den Schwanz seines Bruders sehr hart an. No homo. Weil Goku, wahrscheinlich anders als die anderen der Saiyajin-Rasse, ein zu gutes Herz hat, lässt er sich von Raditz einlullen und lässt diesen Schwanz wieder los. Was, wie jeder weiß, nicht wirklich schlau war. Goku wird ein wenig von seinem Bruder verkloppt und dabei hat jeder wohl wahrscheinlich die Person vergessen, die Goku retten kann. Gohan. Dieser kriegt eine Kampfkraft von 1316, fliegt auf Raditz zu und verletzt ihn ein wenig an der Brust. Direkt darauf hat er wieder eine Kampfkraft von 1. Aber auch das war wieder Ablenkung genug, damit sich Goku Raditz von hinten packen kann. Und wieso packt er sich jetzt nicht noch einmal den Schwanz? Die Erklärung dafür ist noch nicht einmal wirklich gut. Er könnte sich diesen ja abschneiden. Eigentlich ja nicht wirklich, weil wenn man ihm einen Schwanz packt, er einfach die komplette Energie verliert. Er liegt dann hilflos auf dem Boden. So war das auch mit Goku früher. Das einzige Mal, wo der Schwanz abgerissen wurde, war als Opa Gohan ihn an dem Schwanz hin und her geschleudert hat. Wenn Raditz das also wirklich machen könnte und Son Goku das aus irgendeinem Grund weiß, warum hat er sich dann überhaupt die Mühe gemacht und sich seinen Schwanz gepackt? Man könnte Goku dort eigentlich sagen lassen, dass er nicht wirklich nachgedacht hat und einfach seinen Sohn retten wollte. Das wäre doch um einiges plausibler. Jetzt kommt das, worauf Piccolo schon 5 Jahre gewartet hat. Ernsthaft gewartet hat, weil viel mehr hat er in den 5 Jahren auch wirklich nicht gemacht. Er kriegt seine Revanche gegen Goku. Zwar leicht unfair und auf dem Silbertablett serviert, aber das nimmt er trotzdem dankend an.
Die Höllenspirale ist, by the way, eine ziemlich coole und heftige Attacke, einer meiner absoluten Favoriten. Während Raditz erstaunt ist, dass Goku das wirklich durchgezogen hat und sich selbst für diesen Tod von Raditz aufgeopfert hat, ist Goku froh, dass er die Welt gerettet hat und lächelt sogar. Ja, aber nicht zu früh gefreut, denn Piccolo muss es jetzt sofort wieder verkacken. Aus irgendeinem Grund sagt es zu Raditz, dass Goku wahrscheinlich nicht für immer tot sein würde, da seine Freunde ihn mit den Dragon Balls wiederbeleben werden. Das war ein Fehler, da der Scouter auch die Gespräche an andere Scouter überträgt. Unglücklicherweise waren da zwei andere Saiyajins an der Leitung und haben zugehört, während die... was auch immer da fressen. Anders aber als Raditz angenommen hat, dass die beiden anderen in genau einem Jahr kommen werden und ihn mit den Dragon Balls wieder lebendig machen werden, wollen die beiden eigentlich nur in Sterblichkeit und sind etwas früher als ein Jahr gekommen. Und hierbei finde ich es komisch, dass Piccolo es ihm überhaupt gesagt hat. Wollte er es ihm einfach unter die Nase reiben? Denn was ist mit seinem Plan, die Erde zu beherrschen? Er würde es doch eigentlich niemals zulassen, dass sie Goku wieder zum Leben erwecken. Die Freunde sind angekommen, haben sich um Goku getrollt und er stirbt. In der ersten Saga stirbt der Hauptcharakter Goku. Das ist schon irgendwie heftig. Außerdem gibt es jetzt wieder eine gute Möglichkeit, die anderen Charaktere wieder gut zu entwickeln und auch weiter Goku zu entwickeln, da sein Körper einfach so verschwunden ist. Piccolo nimmt an, dass Gott etwas damit zu tun haben muss. Wo er auch grün richtig liegt. Gott hat ihn mit ins Jenseits genommen und bittet dort Enma Daio, Goku die Chance zu geben, um zu Meister Kaio zu laufen und dort zu trainieren. Enma Daio ist by the way ein ziemlicher Ficker, weil auch schon Raditz vorbeigekommen ist und dieser von ihm locker flockig fertig gemacht wurde. Wobei auch das wieder etwas verwirrend ist. Immerhin erfahren wir später, dass nur Auserwählte ihren Körper behalten dürfen, so hat auch Gott quasi Goku auserwählt und seinen Körper mit ins Jenseits genommen. Also nur unter bestimmten Umständen und auch nur auserwählte Personen quasi. So wie der da. Der Witz an diesem ganzen Szenario ist, dass Goku noch davor von Gott gewarnt wird, vernünftig mit Enma zu reden, da er ja so mächtig ist und so viel zu sagen hat und so weiter und so weiter. Doch im Endeffekt ist es nur Gott, der falsch mit Enma redet und er sich quasi dadurch aufregt. Goku wird nun also zum Schlangenpfad gebracht und wenn er diesen bezwingt, kommt er bei Meister Kaio an. Doch ganz so einfach ist das natürlich nicht, denn wenn er von dort runterfällt, landet er direkt in der Hölle, aus welcher er niemals wieder rauskommt. Was für eine heftige Wendung! Nach all dem Guten, was Goku bisher gemacht hat, trotz seines komplett reinen Herzens, alles was es braucht, ist ein Fehltritt und er landet in der Hölle. Traurigerweise kommt das niemals wieder vor. Niemals. In dem Anime gibt es über die Hölle und über das Jenseits mehr, überhaupt ein paar mehr Fillerfolgen und in den Filmen kommt das auch gelegentlich mal vor. Aber im Manga? Die Hölle wurde hier nur einmal kurz erwähnt und das war's. Warum hat Akira das dann überhaupt erwähnt? Vor allem gibt es nicht einmal eine Situation, in welcher es knapp werden könnte, denn alles was er machen muss ist es, zu laufen. Keine Fallen, keine Gegner, kein Zeitlimit, kein gar nichts. Er muss einfach nur auf dem Pfad bleiben und diesen folgen. Das war's. Das schafft doch wohl wirklich jeder. Man ist halt doch schon eh tot. Man hat doch eh unendlich viel Zeit. Und wenn keine weiteren Gefahren lauern, warum sollte man das nicht machen? Man hat als Leser auch null Angst, dass er irgendwie runterfällt oder so. Man sieht ihn nur rennen und rennen und rennen. Währenddessen lernen wir aber seinen Sohn und seinen fast gleichaltrigen grünen Freund Piccolo besser kennen. Bisher wissen wir ja nur, dass Son Gohan 4 ist, entführt wurde, geheime Kräfte besitzt und, ja, neuerdings keinen Vater mehr hat. Da Piccolo nach dem Kampf mit Raditz schon weiß, dass noch mehr kommen werden, die noch um einiges stärker sein werden und dass Gohan dabei sehr hilfreich sein kann, wenn man seine geheime Kraft besser nutzen könnte, möchte er diesen für den Kampf ausbilden. Und da keiner etwas dagegen machen kann, ja, Pech gehabt. Wie es jetzt wohl weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat dieser etwas tiefere Einblick in Dragon Ball gefallen. Ich werde versuchen, die ganzen Parts so schnell wie möglich jetzt hinterherzureichen. Mal gucken, wie schnell das gelingen wird. Wenn euch diese Reihe gefallen sollte, dann werde ich das natürlich auch über die ganzen anderen Animes machen, wie zum Beispiel Naruto, One Piece etc. Das war es jetzt allerdings aber auch schon wieder von mir. Merch-Link, Twitter, Instagram und Discord findet ihr alles unten in der Beschreibung. Wir sehen uns mal wieder beim nächsten Mal und macht's gut, meine Freunde.